Berlin fahren. Zu mir. Ich weiß nicht, ob der Fernseher jetzt zu laut ist, meinst du, für die Kamera? Nee, ne? Geht schon. Unten. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wie ihr gesehen habt, waren wir schon auf der Hundewiese. Es ist Sonntag. Und ich nehme gerade hier mein Tablettencocktail, Vitamin B12 und Eisen muss ich nehmen. Wir machen gerade Frühstück. Und gestern in dem Vlog habe ich beendet mit Sonntagsbrötchen. Probieren wir ein neues Rezept. Da sind sie im Breta. Das dauert jetzt noch eine halbe Stunde und dann. Halbe Stunde? Ja, die brauchen noch 29 Minuten, müssen die backen. Im Breta drin? Im Breta drin. Okay. Das Rezept von Chefkoch, das habe ich euch gestern gezeigt. Ich zeige es euch heute nochmal. Wenn sie gut sind, könnt ihr das nachmachen. Die sehen richtig mega aus. So. Richtig cool, ne? Und die heißen Michis, muss ich umdrehen, duftig-knusprige Übernachtbrötchen aus dem Breta. Ja, so. Und Speck gibt es dabei und alles, was es sonntags so gibt. Dann brauche ich ja jetzt noch gar nicht anbraten den Speck. Mm-mm. Dann kann ich ja endlich mal duschen gehen. Nach 4 Tagen. Nein, bestimmt nicht, aber ja. Was schon 2-3 Tage. Wenn man halt immer so. Katzenwäsche irgendwie. Normalerweise hat man halt so voll seinen Rhythmus, ne? Selbst der Hund spielt nicht mehr mit mir. Der mag das gerade, dein Duft. Nein, jetzt schon. Aber ja, man hat halt sonst den Rhythmus. Bernd geht jeden Morgen duschen vor der Arbeit. Oh, so als Schrömmel dann halt nicht mehr. Genau, jetzt ist halt nur ab und zu liefern und. Da hat man ja auch nicht so den Kundenkontakt. Da braucht man nicht mehr duschen. Und ihr dürft den Sonntag mit uns verbringen. Es geht mir super. Was hast du da? Rettich. Aber der schmeckt trotzdem. Da unten ist der knackig, wo der im Wasser war. Ja. Also, Livia ist noch drin. Der Kugel geht's gut. Es ist immer noch ruhig, keine Wehen, also ab und zu mal eine Wehe, dann wird der Bauch halt hart, aber das ist wirklich nicht du den echt schmerzhaft. Den ja, ich esse den Rettich. Soll ich den ganz aufschneiden? Ja, jetzt die ganz schrömmelige Seite vielleicht nicht mehr. Ich würde jetzt die knackige schneiden und den ja, schrömmeligen Wasser wegtun. Vielleicht wird er noch. Oder so, ja. Murphy. Jedenfalls. Hey, ihr sagt danke nochmal für den Käse. War. Das ist überhaupt nicht schmerzhaft, halt, ja, also ich habe echt gedacht, dass es früher losgeht, so wie ich halt rum vor mich hingeweht habe die letzte Zeit, aber nun ist es ruhig. Ich fühle mich zeitweise gar nicht, als ob ich schwanger bin, auch als wir gerade auf der Hundewiese gelaufen sind. Ja. Ach, sitz. Ach, Platz. Platz. Du bist so gemein. Für Quark macht er alles. Ja gut, wir machen jetzt Frühstück und bis gleich. Einmal unsere Brötchen, die etwas... Ja, der Duft erinnert an Knack- und Backbrötchen. Heiß. Ich glaube nicht. Calvino, du auch ein Brötchen, ne? Ja. Ihr Kleiner, bestimmt.
Du auch, Bernd? Ich habe ja jetzt die Toast noch. Okay. Sind die selbst gemacht? Die sind selbst gemacht, ja. Ich habe keine Messer. In der Lock- und Lockdose da bei dir. Wir haben drei Stück hingelegt. Ich weiß es. Carina zumindest. Aber ich habe auch nicht den Wert reingelegt. Hier ist das Mett. Zwiebeln sind schon drin. Könnte nur sein, dass du noch Salz und Pfeffer extra drauf machen musst. Haben wir noch Ketchup da, weißt du das? Den Hehler? Ja, ne? Ja, den scharfen haben wir im Kühlschrank noch. Mhm. Mhm. Ich will das Brötchen zeigen, wie das aussieht, wenn es aufgeschnitten ist. Mhm. Heiß. Ja, heiß. Also knusprig sind sie schon mal nicht. Doch, an einer Stelle. So sehen sie aufgeschnitten aus. Sieht nochmal schöner aus von innen als die letzte Mal. Ein bisschen. Ja, die sind halt länger gebacken, ne? Die letzte Mal waren zu wenig. Soll ich deins auch aufschneiden? Ja, gerne. Dann gib mal her. Oder hier, nimm das. Bitte. Heiß. Und wenn die dunkler sind, sind die auch ein bisschen knuspriger. Sieht man, dass der Bauch ganz schief ist? Der ist hier dicker als hier. Die drückt sich hier mit dem Rücken total gegen. Jetzt geht's schon wieder. Gerade war das total extrem, dass man das hier so richtig gesehen hat, die Ausbuchtung. Ja, alles ganz ruhig im Bauch. Keine Wehen, kein großes Getrete. Ja. Ich hatte ganz vergessen, euch zu erzählen, wie die Brötchen so schmecken. Also die sehen nicht so lecker aus wie die von letzte Woche Sonntag, die wir gebacken haben. Aber die schmecken tatsächlich besser. Ich würde sie nur nächste Mal mit Wasser einsprühen, damit sie knuspriger werden. Und nicht mehr in diesem Bräter machen, sondern mal so auf dem Backblech ausprobieren. Mal schauen. Aber die sind tatsächlich leckerer. Bei uns gibt es Resteessen. Reis von gestern, Fisch und Quickies von gestern. Das ist die Paprika-Rahmsoße, die Bernd gemacht hat. Und Salat ist auch noch von gestern ein Rest mit frischem Eisbergsalat einfach draufgeschnibbelt. Und Paprika hast du, glaube ich, auch noch drauf gemacht, ne? Ja, super. Resteverwertung, ja. Ja, da haben wir nicht abkratzen, dann ist das ja alles gut. Ja. Ein bisschen Röstaroma. Ist doch auch gut. Der kann das ausprobieren, das klappt. Ja, klar. Ja, Calvino muss schon mal jetzt ein bisschen für die Schule ausdrucken. Die haben ja morgen Homeschooling. Und Murphy? Ja, er trainiert das so mit dem Laptop und Computer, dass er das selber alles gebacken kriegt. Und ja, wir waren spazieren, große Runde im Feld. Immer noch keine Wehen. Dann war ich duschen, ganz ausgiebig. Ja, die Hebamme, was? Was? Ausgiebig und immer noch keine Wehen. Und immer noch keine Wehen. Ja, die Hebamme hat ja gesagt, ich soll, also nicht ich soll, aber ich kann laufen und so. Das fördert alles, aber mehr als ab und zu ein Ziehen kann ich nicht mit dienen. So, meine Brille. Okay, dann essen wir jetzt. Und dann chillen wir uns wieder aufs Sofa. So. Smurfy ist jetzt gut. Der bellt da die ganze Zeit den Bildschirmschoner an am Fernseher. Will uns beschützen. Und ich habe hier für Februar und März eben mein Bullet Journal fertig gemacht, dass ich wieder einen Kalender habe für 2 Monate. Ich mache das immer ganz schlicht und einfach. Wie ihr sehen könnt, einfach nur Datum und Wochentag dazu. Und dann bin ich ganz frei. Mit meiner Planung, Etty, ist gut. Komm, ich schalte um jetzt. Ist ja fürchterlich. Das ist nur der Bildschirmschoner. Hast du den noch nie gesehen? Hm? Na mehr. So, guck, jetzt ist weg. Dann können wir gleich die Auswanderer weiter gucken. Oh, ja. Es gibt den Rest Märchensuppe. Für mich. Das sind mit Magier
glaube ich, und Raketen oder so. Und Geister, keine Ahnung. Wir haben noch ein paar Bohnen reingemacht und Suppengemüse, tiefkühl. Und es ist schon spät abends. Wie spät haben wir? Oh, es ist noch nicht spät abends. Es fühlt sich an wie spät abends. Wir chillen den ganzen Nachmittag auf dem Sofa, deswegen haben wir gar nichts mehr gevloggt. Kommt gleich hier der Schwarze Turm, Fantasy-Film, guter. Was ist denn der Schwarze Turm? Ein Fantasy-Film. Den kenne ich gar nicht, glaube ich. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Was suchst du? Bitte? Wenn die einmal draußen sind, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wie schön es vorher war. Nein, aber auch so, dass die sind dann so groß irgendwie, dass sie da drin waren, dass es reingepasst hat. Groß? Am Anfang ist so nur so ein kleiner Schiss in der Brandung. Ja, aber trotzdem voll groß so. Mhm. Es pisst. Irgendwas im Schlaf. Ja. Oh, jetzt werde ich vermöbelt hier. Boah, man sieht sogar deine Hand wackeln. Ja. So feste tritt die. Die ist Brasilianerin, die macht den Arschwackeltanz. Ja, für die Schnauze voll von uns. Jetzt schon. Die ist noch nicht mal draußen. Pisst. Und das ist schon was. Videoabend pisst. Das ist grumpy. Die vermöbelt mich richtig hier von innen. Den ganzen Tag war so ruhig, ne? Hast du noch gefragt so? Mhm. Die ist nachtaktiv, die ist jeden Abend. Eine kleine Tanzmaus. Prima Ballerina. Ja, die wird so Mannsweib, Rammstein. So Mannsweinbild, so 2 Meter und verprügelt für alle. Passt auf Calvino auf. Dann. Achte noch. Gleichaltrigen kommt sie vor 10 Jahren schon voll die Kante. Jetzt ist er eingeschlafen, weil wir sie ausgelacht haben. Schüchtern. Ja, na wartet. Wer wartet? Na wart. Wenn sie rauskommt, so kommt sie raus. Hoffe es auf, ey. Man, da ist sie ganz artig am Tag der Entbindung. Machen uns gerade einen Midnight Snack. Licht, Licht. Es gibt Toast. Ich nehme so einen Toast und Bernd nimmt diesen selbstgebackenen, den ich gemacht habe. Und ich mache mir drauf liebes Matt, veganes Matt, Matti. Und dazu gibt es Ginger Ale. Und ich. Das war die Erdnussbutter. Wo stand die denn jetzt schon wieder so krumm drin? Okay. Irgendwo warm für den Dach. So, meine Lieben. Bernd ist jetzt nochmal mit dem Smurfy, letzte Runde. Also einmal nur noch mal raus und wir gehen jetzt schlafen. Der Babymaus geht's gut. Ich glaube, die fühlt sich richtig, richtig wohl im Bauch. Die macht überhaupt gar keine Anstalten mehr rauszukommen. Irgendwie. Ab und zu wird der Bauch ein bisschen hart, aber kein Ziehen, kein venenmäßiges. Ja, weiß ich auch nicht. Heute bin ich 39 plus 1, glaube ich. Ja. 5 Tage noch, glaube ich, bis zum ET. Es wird, glaube ich, sehr spannend. Ich bin gespannt, wann die kommt. Aber es kann ja auch, ohne dass die so Anzeichen machen, also ohne dass man jetzt so voll die Wehen hat, also kann es ja auch auf einmal plötzlich losgehen. Aber mich macht das so ein bisschen
Weiß ich auch nicht, ich würde halt gerne wissen, welchen Tag, wann geht's los und wie lange dauert das und was kommt auf mich zu. So Kontrollfreak-mäßig. Und das hat man halt nicht, wenn man natürliche Geburt machen möchte. Ja, gut, es bleibt spannend für uns alle. Gut, wir gehen jetzt schlafen. Morgen ist der 11. Januar, das heißt, morgen geht die Schule wieder los, das habe ich euch schon erzählt. Also haben wir ein bisschen Alltag wieder, wir müssen uns den Wecker stellen und ja, einigermaßen pünktlich ins Bett gehen und einen Weg wieder in einen kleinen Alltag finden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.